Guten Tag, mein Name ist Machten CH und ich gehe jetzt auch unter die LPler. Mein Oh erstes Let's Play ist ein Let's mein Play von einem Gott. absolut genialen RPG. Es ist Ja, ein ja. absolut Hey Leute, Martin übertriebenes Spiel. hier. Es hat einfach Willkommen zu alles. einem Es hat kleinen Audiokommentar Charakterisierungen, vor meinem Skills, einfach allerersten alles. Und ich meine, es gibt von Let's ihm ja Play hier bereits Video. eine LP auf YouTube, sogar auf Deutsch. Ich habe mir Ich habe mal mich gedacht, ich trotzdem probiere dazu sowas einfach entschieden, selber mal. eine LP davon zu machen, die eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Und Ja, zwar ist warum die nicht? Rede Ich gucke von gerne The Golden Sun. Nostalgia Critic und er macht Und sowas auch ganz ohne oft und ich weitere habe mich davon Umschweife werde inspirieren ich lassen einfach und mal direkt habe in dieses neulich Spiel erst mit einsteigen. meinem Kollegen Walkie, vielleicht Von kennt ihr ihn Nintendo und von Kevin. noch, der ist auch mal in meinen Videos aufgetaucht, den Gut, ersten das ist Part gut. angeguckt Wir behalten einfach mal und den es ist Namen bei. einfach zu Dieser lustig wird und vermutlich ich zu wollte einer das mal ein bisschen Spielstelle analysieren vorkommen. und auch ein bisschen, ja, Und dann wach darüber auf. sprechen, wie das so angefangen hat Freundschaft, wach auf. mit dem Let's Playen bei mir. Und wenn ich schon im Let's Moment eh Play nicht ist Let's doch Playe, dann alles, kann ich selbst euch immer Fußball. ab und zu so ein paar kleinere Videos geben, als Komm schon, Entschädigung Isaac, wir sozusagen. müssen los, sofort. Ja, und das Erste, was einem natürlich auffällt, ist, ich spreche den Dialog Isaac, mit. du hast Hey! etwas vergessen. Und hier im Video, im Und da sind wir Originalvideo, auch ist jetzt schon eine die erste Annotation, wo Synergie ich zwischen schreibe, den dass ich Studios. ab Eine Teil 2 mit dem wichtigere Texte und eine lesen sehr wichtigere. aufhöre, weil Falls ihr die Stelle noch nicht kennt, eventuell ich habe so nochmal. viele Hier Kommentare eine Ja- bekommen, dass oder der Text Nein-Frage, die vor jetzt den auch Text ganz persönlich vorlesen jetzt gilt. beschissen ist und dass die Atmosphäre Aber egal, was ihr rausnimmt. antwortet, es wird keine Und Auswirkungen aufs Spiel haben. Hast du alles, was du brauchst? ja, Ja, also im okay. Grunde habe ich gemerkt, das Wenn stimmt du jetzt mir tatsächlich. jetzt Nein sagen Und es würdest, gibt dann nur würde wenige meine Let's Mutter Player, die einfach das sagen: wirklich gut können, den Ja, Text lass deine vorlesen und trotzdem die Habseligkeit hier Atmosphäre hinter dir. beibehalten. Es hat Und das keiner Problem bei bei dem Augenkontakt Punkt war, ich gesehen, habe bis ja? dahin nur solche Let's Player gesehen. Ich habe mit Chaka Isaac, Conroy mach angefangen, hier, der alle Isaac, der kann Texte jeden auch Moment vorliest. abstürzen. Ich habe mit Funk angefangen, der Ich werde auch nicht jeden eigene Text Stimmen für vorlesen, der Charaktere hier macht. Er zum zustande Beispiel auch kommt, nur so einige Spiele spielt, wichtige die Textabschnitte fast nur und Text haben, wie immer zum der Beispiel Story Planescape folgen. Tournament. Und Kyle, ja, und das dann glaubst du, das gibt's vorliest. also Aber wirklich? ich habe da nicht so das Talent für, habe ich direkt Ich gemerkt, glaube nicht, zumindest nicht nach dem genug ersten Video gesagt. und habe dann ab Teil 2 Ihr diesen zwei geht voraus und sucht Zustimmung am Hybrid-Stil Dorfplatz. entwickelt, zwischen ab und zu mal den Text vorlesen Isaac, und ab und zu einfach mal die Klappe halten. ich muss dabei helfen, den anderen Und ja, aber dieser Dorfplatz Part ist vorwärts zu halt erziehen. aus diesem Grund wirklich nicht gerade Lass mich dir helfen, ansehnlich. Kyle. Das ist zu gefährlich, Dora. Bitte, geh und kümmere dich um Isaac. Oh. Kennt jemand den Let's Bin Player noch nicht alt KevKev? genug, um alleine bis zum Dorfplatz zu gehen. Wenn nein, dann Ich werde meine googelt mal Stimme nach für dem. Frauen nicht verstellen. Ungefähr so höre ich mich hier manchmal Damit an. gar nicht erst mit rechnen. Kommst doch Nein, rein. ich werde meine Antworte Stimme für nur einfach Frauen nicht aus. verstellen, Nein. ja. Du bist doch schon ein Wer großer hätte Junge. da Warum geahnt, gehst dass du nicht das einfach? Nein! Du bist doch am schon groß Ende genug, Isaac. Warum gehst du keinen nicht einfach? Unterschied machte, Nein! weil auch so das normale Okay, das war nett. Mitsprechen Also, sie wird so auf schlimm und ab genug haben, war. bis ihr Ja sagt. Wie gesagt, man kommt gar nicht drum rum. Und ja, die Qualität ist natürlich, Können die wir dort? Soundqualität ist Juhu! natürlich Dann gehen wir doch mal hier runter. Ups, was ist das denn? echt nicht so Ein Bombe. Man Felsen. hört auf jeden Fall Tja, dann so ein geht's hier wohl nicht Klirren. Ich habe weiter. halt einfach ein Wollen wir noch ein altes bisschen in der Headset gehabt Schlachtplatte und habe verschwinden? einfach Auf gedacht, das probierst jetzt Folgen auch mal mit das dem Let's Wagen. Playen und Na dann gut, habe ich gehen wir dann losgelegt. hoch. Mit B, Und nehmen ja, den jetzt Felsen kommen wir und zu einem laufen hier Punkt, das wo, normale Geschwindigkeit. ja, das Doch, ist schon man fast merkt zu schon, einem dass hier Insider ein geworden Unterschied unter ist. meinen Freunden. Ist ein Zitat, Isaac, welches was willst du? immer wieder Ich benutzt versuche wird, eure wenn Abhängigkeit in sich bei uns in abzubauen. unseren Gesprächen das Thema aufkommt, dass ich Let's Plays mache. Denn Wie? die Du finden willst, das dass ich nicht mein ganzes so. Zeug einfach im Stich lasse, Also, die soll? finden das eher Ja. witzig, die finden das nicht interessant. Die Wenn ich jetzt einen Felsen erschlägt, verliere ich wohl nicht nur Let's interessieren sich Play, auch nicht sondern auch dafür, mein dass Leben. mir das gefällt und Spaß macht. Lass uns einfach Die machen sich losgehen. einfach nur darüber lustig. Und anhand dieses Und? Dialogs Ja, kann das ich das gehört dazu. natürlich Hier sind wir nachvollziehen. schon zwei Denn große Jungen ich habe mit einer natürlich langen auch in diesem Schnauze. Part die Geräusche nachgemacht und Nach morgen sollen wir nicht wird gehen, immer wieder denn da aus der Kiste gekramt. Aber ich muss auch folgt. zugeben, Ah, ist der beschissen. Und Felsen, jetzt der kommt's, glaube Felsen. ich, nochmal, wenn Sie diesen Ich sehe Felsen keinen hier Felsen. hochhalten. Nein, okay, der war schlecht. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Und ich entschuldige mich für meine schlechten Wortwitze. Der Da ist zu schon wieder. schwer. So Leute Wie wie sollen wir Funk, aufhalten? die können das Unsere Rolle wird zerstört, wenn unsere ganz Psy-Naiv gut machen. Also abrauchen es wird. gibt viele Let's Player, die auch die Geräusche mitsprechen. Felsen, durchhalten, Und bei denen durchhalten. hört sich das Oder in gar nicht Isaac. so scheiße an. Aber wenn ich jetzt mich so anhöre, das hört sich schon ziemlich beschissen an. Und ja. Schnell, Jungs, lauf! Nur noch ein Das bisschen Ironische war schneller! ja, dass ich dann
viele Comments auch bekommen habe, durchaus, die gesagt haben, könntest du wieder anfangen, die Texte vorzulesen. Oder so. Also, manche wissen einfach nicht, was sie wollen. Und ich habe mich jetzt entschieden, bei diesem Stil zu bleiben, den ich mir da angeeignet habe. Und ja, insofern habe auch nicht vor, das irgendwie in naher Zukunft zu ändern. Insofern. Ja. Ja, der ein weiteres Stilmittel, oder was heißt Stilmittel? Ein weiterer Stil, den ich in diesem Video benutze, in meinem allerersten Let's Play-Video, der sich bisher hin nicht geändert hat, ist, dass ich die Spiele richtig gut erkläre, wie zum Beispiel diese Situation hier mit diesem Typen, der hier am Boden liegt. Ich erkläre alles gerne im Detail, wenn ich etwas spiele. Ich habe mir mit dem Let's Play angefangen, mit dem Hintergedanken im Kopf. Ja, ich würde gerne Spiele spielen, die ich gut finde, die ich kenne, wo ich den Leuten zeigen kann, was ich über das Spiel weiß und so. Dass man das so als Komplettlösung benutzen kann. Und das Ganze aber auch witzig verpacken. Und ja, meiner Meinung nach ist das ganz gut gelungen. Und ich habe bis heute nur 2 oder 3 Blind Let's Plays gemacht. Und habe mir seitdem auch vorgenommen, nie wieder ein Let's Play blind zu machen. Aber vielleicht werfe ich das irgendwann über Bord, ich weiß es nicht. Aber erstmal möchte ich nur Spiele spielen, die ich, in denen ich mich auskenne. Es gibt durchaus gute Blind Let's Plays, aber es gibt auch die von der Sorte, wo 5 Videos nichts passiert und der Typ nur rumrennt und sagt, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Sowas ist langweilig und sowas will keiner sehen. Wenn es ein Spiel ist, was nicht allzu schwer ist, wo man den Weg zu finden, aber vielleicht das Spiel zu lösen, dann ist ein Blind Let's Play vielleicht angebracht, aber naja. Ja, wir sind hier im Kampf und alle, die das Let's Play gesehen haben, wissen ja, dass ich später Infoboxen in die Kämpfe eingebaut habe. Mit den, und, diesen, ja, hier mache ich auch eine Annotation rein, habe ich eine Annotation reingemacht, auf der steht, dass ich ab Teil 2 kleine Infotafel machen werde. Das waren dann aber nur so kleine Schriften, die ich eingefügt habe, und ab Teil 3 oder 4 dann die richtigen Monster-Infoboxen, auf die ich anfangs sehr stolz war, auf die ich mir, bei denen ich später aber gedacht habe, oh, lohnt sich das überhaupt? Und im Golden Sun 2 Let's Play habe ich nur in den ersten 4 Parts oder so Monsterboxen benutzt und ab dann gar nicht mehr. Weil es hat niemanden interessiert, was die Monster für Elementarschwächen hatten und die genauen Daten und Prozentzahlen, wie hoch die Chance ist, dass sie was droppen und was weiß ich. Und die HP und hast du nicht gesehen, alles habe ich ja in diese Infobox reingeschrieben und das hat ganz viel Zeit in Anspruch genommen. Da ich das ja alles mit Paint und Movie Maker gemacht habe, war es auch ganz schwer, das alles zusammenzuschneiden. Heute würde das alles leichter gehen, weil ich habe Sony Vegas und ich habe GIMP. Und es ist trotzdem noch Arbeit, wie zum Beispiel bei meinem Ocarina of Time Let's Play, diese Herzteilgeschichte und so, die Karten, die ich eingeblendet habe. Aber es geht durchaus schneller als damals und deswegen würde ich das heute wieder machen. Bei Golden Sun vielleicht nicht, weil, wie gesagt, diese Monster-Infoboxen die Informationen interessieren keinen. Es sind Monster, man kloppt drauf, fertig. Man kann vielleicht bei einigen, die schwerer zu besiegen sind, eine Taktik erklären, zum Beispiel bei Endgegnern und so. Aber Standardmonster, da kloppt man einfach drauf, wenn man mal ehrlich ist. Ja, auch eins, ich habe in diesem Video sogar gelogen. Ich habe gesagt, ich werde nicht alle Kämpfe zeigen, sondern nur die wichtigen und die neuen Gegner. Soweit ich mich erinnern kann, ich habe die Videos jetzt nicht weiter durchgeguckt, habe ich noch keine Methode gehabt, die rauszuschneiden. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das da schon gemacht habe. Heutzutage, wenn ich so ein Spiel spiele, schneide ich natürlich wiederholende Kämpfe raus. Ja. Und da sind wir auch schon in der Cutscene. Und wir sind am Ende dieses Videos. Und ja, ich hoffe, dieser Audiokommentar hat euch gefallen. Vielleicht greife ich diese Idee später nochmal auf und mache es für andere Videos auch. Aber ich mache jetzt Schluss. Und ich sage...